So sieht es also hier aus, hinten aus. Sind und Ivana macht den Drag weg. Emira gießt ihre Pflänzchen. Ist immer so emsig im Garten. Und jetzt werden wir noch am Backofenwetter. Dann ist es halt gut noch eingefallen. Lass mal halt noch ein bisschen was machen. Jo. Noch eine Woche haben wir, dann ist es auch wieder vorbei hier. Und die letzten Woche war es auch schön, die nächsten sollen nicht ganz so toll werden. I make a video for Oma Gisela at home, you know. Da hin wollten sie mal auf das Fundament Gauss. Dank drauf machen, und ist der Preis hochgegangen, haben sie das Seil lassen und machen jetzt also alles mit Holz. Da drüben 7 Uhr Stück. Und die ganze Woche schon immer wieder da drüben Holz gemacht. Und, ja. Unten seid ihr 2 verrückten Hunde. Ja, das ist der Luna, die immer noch rumknarrt, wenn das nicht erkennt. Und da drüben da am Grill rumlag, das ist der Archie. Da ist eigentlich ganz lieb, da steht gar nicht das Nesha mehr. Aber das spukt immer. Das spukt immer hier. Der Luna. Das lebt immer rum. Ivana, der ist in Slowenien wohnt hier und ist schon seit 2 Tagen da jetzt. Aber sie fahren dann am Montag mal auf den Inselpark vorbei durch bis Freitag oder so nimmt. Also waren wir so ein bisschen eine kurz da. Ja, da drüben ist die Autobahn. Ja, und geht es noch einmal Nordam freigelegten. Was da ist, wie man an Felsen sieht, die Gefahr, ja, vielleicht noch 500 Meter weiter rechts geht es dann runter von der Autobahn. Und dann fährt man ja zu rechts gesehen am Riechel vorbei und kommt dann so bei der Karch dort ins Dorf rein, der Stadt rein. Und hier hinter dem Deich ist also unser anderer Deich, da ist hier im Prinzip hinter dem Hiesel. Ein Stück hinter noch vielleicht, so 500 Meter hinter. Dann sieht man von hier nicht. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut und dass wir uns gesund und munter in einer Woche dann auch wieder sehen. Ja. Viele Grüße an alle. Tschüssi.